This is the German presentation. So Michael Gerstberg has been with MongoDB for quite some time already in the same team as Timo, the previous speaker, the solution architect with us, and has been working in manufacturing a long time before that, autonomous driving, and many different things he's done. And so please welcome Michael and enjoy his talk. So some microphone check, okay, that works perfect. So a little bit less people than Timo had, but still quite a lot here. Thanks for coming. Today I want to talk a little bit, German, I have schon vergessen, Entschuldigung. Die ganze Zeit hier Deutsch, Englisch, so. Heute möchte ich mit euch ein bisschen besprechen, Time Series und MongoDB. Ja, wie funktioniert das erfolgreich? Und da möchte ich mal wirklich durchgehen, die ganze Reise der Daten von Anfang bis Ende und mal ein bisschen auch zeigen, MongoDB ist nicht mehr einfach nur irgendwie ein Ort, wo ich JSONs komfortabel ablege mit einer schönen API dran. Ja, wir können jetzt deutlich mehr. Wir sind eine General-Purpose-Datenbank. Wir können relationale Datenstrukturen abbilden, wir können Graphen, wir können Geopunkte ablegen. Und jetzt eben, weil wir super viele neue Use Cases im Bereich Time Series gesehen haben, Sahir hat es vorher genannt, haben wir jetzt eben auch Time Series nativ in MongoDB implementiert. Wir fangen mal an, einfach so ein bisschen, was sind Time Series Daten, ganz schnell, dann wie speichere ich die ab, wie arbeite ich damit und auch wie integriert sich das in unser MongoDB Atlas Produkt, also unsere Developer Plattform. Was sind Time Series Daten? Die sind eigentlich überall. Ja, es können Stocktickets sein, wo wir pro Sekunde tausende Informationen bekommen, welche Stocks getradet werden. Ich habe GPS-Tracking-Sachen, gestern ich natürlich im Hotelzimmer Burger bestellt. Will natürlich genau wissen, wann kommt es an, wann muss ich runterfahren in die zur Rezeption. Solche Daten sind Time-Series-Daten, Temperaturverläufe. Wir alle, wenn wir in Urlaub fahren wollen, wissen, wie war das Klima letztes Jahr in diesem Monat. Und genau das. Ich habe heute mal ein Beispiel mitgebracht. Ich nehme mal Bitcoin her, da habe ich einen super Datensatz gefunden, beziehungsweise eigentlich Krypto im Allgemeinen. Und ich glaube, der ein oder andere hier, der hat wahrscheinlich viel Geld mit Kryptos gemacht oder auch wie ich, der mehr verloren als gewonnen hat, passiert auch. Und ich habe mir da mal von Binance einen riesen Datenset runtergeladen, wo einfach verschiedene Kryptowährungen dargestellt werden am Ende. Und ich will mal sehen, so, wann ist er gewachsen, wann ist er gefallen, korrelieren diese Kryptowährungen zueinander? Und wir fangen gleich mal an. Wie speichere ich die in MongoDB ab? Ich nehme mal an, die meisten von euch kennen schon das Dokumentenmodell. Ein ganz kurzer Refresher dazu. Ich meine, hier auf der linken Seite sehen wir relationale Strukturen, so kennt sie jeder. Tabellen mit Relationen zueinander, also wir splitten irgendwie unsere Informationen auf verschiedene Tabellen auf. Das war ja eigentlich die Grundidee der MongoDB, dass wir einfach alles, was zusammengehört, auch zusammenpacken. Und um das besonders einfach zu machen, soll das Ganze natürlich auch einem Objekt nachempfunden sein. Hier haben wir mal als Beispiel den John Doe, also einfach einen Kunden mit Adressen und so weiter. Ich erzähle auch immer gern, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob es einer weiß von euch. Vor 40 Jahren, wo man damit angefangen hat, warum hat man das in Tabellen abgespeichert? Warum hat man normalisiert? Genau, hier macht schon einer den hier, wegen den Kosten. Kosten für Speicherplatz waren vor 40 Jahren unglaublich. 1980, 1 Megabyte Speicher, $100.000. Um fair zu sein, okay, wir haben ein ganzes Zimmer davon bekommen, irgendwie mit Technik, aber heute natürlich, wir gehen irgendwie in den Supermarkt, in den Mediamarkt und kaufen uns halt irgendwie eine riesen Festplatte. Das ist heute kein Thema mehr. Dokumente sind universell, also wir können relationale Strukturen, wir können embeddede Strukturen, Arrays, wir können das alles abbilden, Geopunkte, Graphen, jetzt auch Time Series. Und das bleibt auch so mit Time Series Daten. Also Dokumente sind immer noch universell nutzbar. Sie sind auch flexibel. Tatsächlich habe ich dieses Datenset, was ich jetzt für heute runtergeladen habe, schon mal von einem Jahr runtergeladen. Da gab es die Informationen noch nicht, welches Volumen umgesetzt wird. Also das Datenset, das ich heute mitgebracht habe, das sind einfach alle Kryptowährungen. Einfach hier haben wir den Bitcoin zu Dollar, dann pro Minute habe ich einen Datensatz und ich sehe ganz genau, wo hat er in der Minute angefangen und wo hat er in der Minute, also nach dieser Minute aufgehört. Und was war Minimum und Maximum und eben wie viel wurde in dieser Minute auch umgesetzt. Hier unten habe ich dann auch noch den
den Trade Count, wie viele Trades da gemacht wurden. Und das Flexible ist nicht nur interessant, wenn Daten dazukommen, sondern tatsächlich habe ich gerade einen Use Case im Bereich Motorsport. Und so Rennfahrzeuge generieren unglaublich viel Informationen. So Rennfahrzeuge kann man schlecht irgendwie mit einem Kabel an unseren Switch anstecken. Ja, das läuft über Mobilfunk. Wir wissen alle, wie die Situation in Deutschland ist. Und daher haben die gesagt, wir priorisieren diese Daten. Ja, diese Attribute sind uns besonders wichtig, beziehungsweise diese Parameter. Und genau da ist das auch hilfreich. Ich kann einfach zu verschiedenen Sekunden verschiedene Datensätze mehr oder weniger mit übergeben. Ich habe mal hier einen Screenshot gemacht, wie das Ganze dann aussieht, wenn wir die Daten importieren. Also ich habe das Datenset einfach mal ganz stumpf importiert, weil MongoDB kann eigentlich schon immer mit Time-Series-Daten umgehen. Ja, also ich habe die hier mal die Collection Crypto Raw genannt, das sind jetzt einfach die Rohdaten. Ich habe einen Datenpunkt pro Dokument, die Informationen wie vorher schon beschrieben, und ich habe hier 25 Millionen Dokumente. Es ist super leicht, damit zu arbeiten. Es ist aber leider ein bisschen ineffizient. Dazu sage ich nachher noch mehr. Eingefleischte MongoDBler, die werden auch das Bucketing-Pattern kennen. Also was wir da machen, wir versuchen mehrere Messwerte zu kombinieren und zum Beispiel time-based, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine Stunde nehmen und kann hier dann diese 60 Messwerte, also wenn ich pro Minute einen habe, in ein Dokument speichern. Das Ganze geht auch fixed-size, also ich kann sagen, ich will nie über ein paar hundert Datensätze haben pro Dokument. Und dann komme ich eben raus mit hier, ich habe dann meine Datenpunkte und habe dann eben hier mein Array mit pro Minute einen Datenpunkt. Das Ganze ist schon deutlich effizienter. Allerdings, ja, wir sehen das Dokument, es ist auch deutlich umständlicher, damit zu arbeiten. Und was wir doch eigentlich wollen ist, wir wollen das Beste aus beiden Welten. Wir wollen super leicht damit arbeiten können, aber wir wollen auch effizient sein. Vor allem im Bereich IoT, immer mehr Geräte verbinden sich zum Internet und übertragen irgendwas, spielt schon eine Rolle. Und ich nehme mal vorweg, was wir bekommen, ist sogar noch besser. Und das ist so, wir bekommen mit unseren, also wir haben jetzt eben MongoDB Time Series Collections, ja, das ist eine besondere Art von Collections, und wir behalten die Einfachheit, dass wir einen Datenpunkt haben pro Dokument, also es ist ganz leicht damit zu arbeiten, aber im Hintergrund wird das anders abgespeichert. Und zwar wird das abgespeichert in einem Columnar-Format. Was bedeutet, Speicherplatz wird reduziert, die Kompression kann besser funktionieren und ich kann auch besser darauf zugreifen. Reduziert unter anderem zum Beispiel beim Lesen auch die IOs. Zusätzlich dazu haben wir noch Columnar-Indexe. Also da wird dann immer der Timestamp zusammen mit dem Datenpunkt abgelegt und die werden sortiert auf der Platte abgelegt. Deswegen ist das auch nochmal deutlich schneller. So sieht das Ganze dann aus. Das ist wieder eine Time Series Collection. Man sieht das hier in diesem Heartbeat-Symbol und es unterscheidet sich nur marginal von dem, wenn wir nichts roh abspeichern. Auf die kleinen Unterschiede komme ich gleich. Aber wir sehen auch hier, wir haben hier wieder 25 Millionen Dokumente, beim Bucketing natürlich 60 mal weniger. Wenn wir das mal anschauen und analysieren, einfach mal zahlenbasiert, gehen wir erstmal auf den Speicherplatz. Wir haben hier unkomprimiert ungefähr 7,1 GB an Daten. Wenn ich das roh importiere, bin ich bei über 2 GB. Wenn ich das paketiere, sind wir ein bisschen drunter, also sind wir bei knapp über 2 GB, was ja schon eine ganz gute Kompression an sich ist. Wenn ich Time Series Collections nehme, habe ich für das gleiche Datenset einfach nur noch knapp über 600 MB. Speicherplatz haben wir gesagt, nicht mehr so der unglaubliche Treiber. Okay. Ich habe bei allen den gleichen Index angelegt. Ich habe einen Compound-Index über Symbol und Timestamp angelegt. Oben sind es zwei Indexe in der Zahl, weil ich dann noch den Underscore-ID indexiere, also diesen Unique Key zu jedem Datenpunkt. Und jetzt sehen wir hier aber eine drastische Veränderung. Wir sehen hier, die gesamte Indexgröße ist, wenn ich es roh mache, über 1 GB, paketiert deutlich besser, aber hier bin ich, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr über 200 Mal verbessert mit unter 5 MB Indexgröße. Was bedeutet das am Ende? Ich brauche viel weniger Arbeitsspeicher, ich brauche viel kleinere Maschinen oder ich kann viel mehr Daten speichern. Und diese Indexe, Sahir hat es vorher schon erwähnt, mit Version 6 haben wir ordentlich dran geschraubt. Also wir können jetzt alles indexieren, Timestamp, Metadaten, ich erzähle gleich, was das ist, und auch alle Messwerte. Jetzt haben wir mal diese Daten irgendwie,
Jetzt noch ein kurzer Abstecher, wie erstellen wir denn so eine Time-Series-Collection? Ich habe mal hier mein altes Beispieldokument genommen und wir machen das wieder wie gewohnt mit der Create-Collection-Methode. Wir übergeben aber einen Parameter Time-Series. Und da sind jetzt zwei Sachen wichtig. Zum einen muss ich ihm sagen, wo ist denn mein Time-Field, also bei mir heißt das Timestamp, und wo ist mein Meta-Field? Und das ist, heißt bei mir Metadata. Metadaten, das sind Daten, die sich nur ganz selten ändern. Also bei mir zum Beispiel der Bitcoin zu US-Dollar, das wird sich nie mehr ändern, die Quelle auch nicht. Das kann dann eben eine Geräte-ID sein, eine Sensor-ID, eine Fahrzeug-ID, sowas in der Art. Ich habe dann noch zwei optionale Parameter. Zum einen die Granularität. Also ich habe ja gesagt, ich habe im Minutentakt Informationen über die Kryptowährungen. Das kann auch, dazu sage ich gleich noch was. Und ich kann noch übergeben, expire after seconds, da kann ich einfach sagen, ich will halt nach x Sekunden oder nach einem Jahr sollen die Daten halt aus dieser Collection wieder gelöscht werden. Granularität, wenn ich nichts mit angebe, das ist ein optionaler Parameter, ist das standardmäßig Sekunden. Also wie vorher zum Beispiel unsere Stocktics, das wäre jetzt mal im Sekundenbereich. Ich kann das verändern im Nachhinein und auf Minuten oder Stunden gehen. Und unsere GPS-Koordinaten, die würde ich als minütlich einstufen und unsere Temperaturvorläufe auf stündlich. Bis hierhin. Wir haben deutlich den Speicherplatz verringert, wir haben gesagt, wir haben bessere Read-Performance, wir haben weniger IOs, wir haben kleinere Indexe. Clustered Indexe, schneller, okay. Und das Ganze wird nach Datum abgelegt. Noch eine Kleinigkeit hier. Dadurch können wir sogar unseren WireTigerCache deutlich besser benutzen. Und das, obwohl wir immer noch die gleiche Handhabung haben, wie als würden wir roh damit arbeiten, nur halt deutlich effizienter. Jetzt arbeiten wir mal mit den Daten ein bisschen. Wir können weiterhin unser mächtiges Aggregation Framework dafür benutzen. Ich schätze mal, viele von euch kennen es, deswegen mal ein ganz simples Beispiel als Refresher. Wir haben hier mal beispielhaft eine Collection Orders, also Bestellungen, und wir arbeiten, also SQL ist ja eigentlich eher so, ich gehe von außen irgendwie nach innen. Bei unserem Aggregation Framework schneiden wir die Komplexität in Scheiben. Und ich habe jetzt hier mal zwei Scheiben, also zwei Stages. Das erste ist $match, wo ich sage, ich filter alles, auf was Bestellungen betrifft, mit Status A. Und im zweiten Schritt gruppiere ich alles auf einen Kunden-ID und summiere mal auf, wie viele hat denn der schon ausgegeben insgesamt. Damit wir besser mit Time Series arbeiten können, haben wir auch neue Expressions hinzugefügt. DateAdd, DateDiff und DateTrunk. DateTrunk werde ich gleich in einem Beispiel verwenden und erklären, was das macht. Wir haben auch eine neue Stage hinzugefügt, um besser damit arbeiten zu können. Gibt es verschiedene Sachen, die wir machen können. Und im Beispiel werde ich einfach mal den Moving Average zeigen. Springen wir gleich mal rein, geben dem Video eine Sekunde zum Laden. Technikhilfe. Tatsächlich war ich gestern extra hier und habe es ausprobiert. Da hat das wunderbar funktioniert. Wenn jetzt das Video nicht funktioniert, wäre das sehr schade, weil ich hier nämlich das Tool nicht drauf habe. Ist Lisa hier zufällig? Vielleicht hilft es was, wenn ich mal die Slides neu öffne. Aber hier sehe ich doch das Video. Das ist natürlich, das wäre jetzt sehr schade, wenn das jetzt nicht funktioniert. Ich drücke nochmal auf Slideshow starten. Zum Glück kann ich das dann Google in die Schuhe schieben, weil wir dieses Google-Tool verwenden. Aber ich glaube, er hat generell gerade ein Problem mit der Internetverbindung. Vanessa nickt. Was mache ich jetzt? Die Leute raten mir immer von Live-Demos ab. Die gehen aber immer gut. Ich refresh mal. Da poppt irgendwas auf. Ich force mal den Reload. Wenn ich tatsächlich kein Internet habe, gehe ich über einen Hotspot rein.
Sieht so aus. Kleinen Moment. Genau, ich mache mal schnell meinen Hotspot an. Alle meine Kollegen werden jetzt froh sein, dass das mir passiert. So, aber jetzt mein Hotspot funktioniert. Die Slides, ich lade sie nochmal neu. Vanessa, kannst du bitte den Timer stoppen und pausieren? Oh, jetzt sehe ich hier auch so das Feld hier. Das sieht jetzt besser aus. Das Fenster brauchen wir nicht. Jetzt kann man das hier irgendwie noch größer machen. Sehr gut, das funktioniert. Das ist unser MongoDB Compass Tool. Könnt ihr euch umsonst runterladen und da kann ich mal so ein bisschen in die Daten reinschauen, Index anlegen, solche Dinge machen. Jetzt habe ich ein bisschen Pause machen, damit ich auch genug zählen kann. Also, was passiert? Ich habe ganz oben alle meine Dokumente von meiner Time Series Collection, auf der ich jetzt gerade arbeite. Und jetzt mache ich die erste Stage. Und meine erste Stage, das ist ein Match, also ein Filter auf Bitcoin zu US-Dollar, weil ich will am Anfang nur mal das betrachten. Jetzt möchte ich das Ganze gruppieren, weil pro Minute, das ist mir zu viel, also nehme ich jetzt meinen Date Trunk her und schneide das mal runter nur auf den Tag. Also ich gebe hier als Einheit Day ein, Bin-Größe kann ich auch sagen, ich will mehr davon haben. Genau, und dann macht er mir einen Tag. Hier summiere ich einfach über den ganzen Tag die ganzen Minuten auf, was in dem Volumen passiert ist und dann nehme ich mir eben den ersten Punkt des Tages und den letzten und auch das Min-Max gebe ich mir mal mit. Und dann sieht das so aus. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ich will jetzt so eine Window-Function implementieren und was ich da mache, ich sage einfach, ich möchte hier meinen Average haben und ich sage auf Dollar Close, also wie der Bitcoin am Ende des Tages stand und ich sage, meine Range ist von minus 50 auf 0, also die minus 50 Tage bis zu dem Timestamp, wo er gerade ist, in der Einheit Tage. Und das gleiche mache ich nochmal mit für 200 Tage und am Ende projiziere ich das nochmal, also mit dem Dollar Project und sage, ich möchte das flach halten, damit auch andere damit arbeiten können und reduziere noch ein bisschen die Informationen von oben, zum Beispiel in Underscore-ID, das brauche ich nicht. Und so leicht habe ich das schon implementiert. Nachher gehe ich noch einen Schritt weiter und werde das auch visualisieren. Und da kommen wir nämlich schon zu dem Punkt. MongoDB ist keine Datenbank, die auch ein bisschen Time Series kann. Ja, das sage ich manchmal, ich weiß nicht, ob ich das laut sagen darf, aber ist jetzt auch egal. Wenn es um Graphen geht, eine Neo4j zum Beispiel, die kann deutlich mehr. Ja, wir können Graphen, für über 90% der Use Cases reicht das, bei Time Series ist das anders. Time Series ist eine 100% Lösung oder mehr. Also wenn wir uns vergleichen, es gibt ja diese Time Series Benchmark Suite, Timescale Benchmark Suite, TSBS, wenn wir diese Tests laufen lassen, wir hängen in nichts hinterher. Im Gegenteil, bei manchen Sachen sind wir deutlich besser, Komprimierung und Leseperformance zum Beispiel. Und jetzt haben wir eben unsere Entwicklerplattform. Und wie integriert sich das Ganze da rein? Sahir hat es vorher schon mal leicht angedeutet. Wir fangen ja immer so an. Wir haben irgendeine Applikation. Wir nehmen mal standardmäßig relationale Datenbanken, weil jeder kennt das irgendwie. Irgendwann kommen die an ihr Limit. Ich kann sie kaum mehr skalieren. Okay, ich füge einen Caching-Layer hinzu, ganz leicht gemacht. Dann kommen weitere Use Cases. Jeder Use Case, neue Technologie, ganz leicht. Also hier eine Time-Series-Datenbank, noch dazu eine Graph-Datenbank, noch ein Key-Value-Store. Heutzutage erwartet ja jeder irgendwie so ein Google-like-Feeling. Ja, wir wollen Fuzzy-Search, wir wollen Highlighting, wir wollen Autocomplete haben. Irgendeine Search-Engine, zum Beispiel eine Elasticsearch fügen wir noch hinzu und so weiter. Wir haben dann noch mobile Use-Cases, vorher schon angesprochen, deutsches Internet, also auf dem Handy, wenn das Internet abreißt, wie gehe ich mit dieser Synchronisation der Daten auf dem Handy mit den Daten in der Datenbank um? Am Ende kommen noch Data Engineers und Data Analytics Leute, die sagen, ich will das und das angucken und dann sagt noch der Chef, das ist jetzt alles zu teuer, wir müssen Daten archivieren, irgendwie in den Data Lake schmeißen und im Produktivsystem hier rausschmeißen. Und wir enden ab mit dieser Spaghetti-Architektur, wie ich dazu sage. Sieht zwar hübsch aus, aber jetzt kommt dann noch einer und sagt, okay, das haben wir jetzt für Europa gemacht, wir wollen das Gleiche auch nochmal in den USA und dann haben wir das mehrfach.
Was bedeutet denn das für uns eigentlich? Ja, ich weiß nicht, Entwickler zum Beispiel. Gibt es hier Entwickler, die alle verschiedenen Nischendatenbanken schon mal angefasst haben und die beherrschen? Genau, man muss erstmal die Leute finden. Ich muss für jede Technologie Experten finden, die das beherrschen. Ich muss mich drum kümmern, um die ETL-Jobs, ich muss die bauen, ich muss Daten synchronisieren, ich muss Lizenzen auch für alle möglichen Dinge bezahlen. Und im Ende habe ich echt viel, viel Overhead, den ich eventuell vermeiden kann. Und da kommen wir ins Spiel. Ja, das ist genau unser Auftrag, dem wir nachgehen. In der Basis haben wir unser Dokumentenmodell, mit dem wir schon unzählige Use Cases einfach beherrschen. Und wir fangen da einfach immer an, noch weitere Dinge draufzupacken. Also, wir haben jetzt angefangen, relationale Datenbanken, was die gut können, einfach mit einzufügen. Also Transaktionen zum Beispiel, wir können das alles. Wir haben angefangen, eine Lucene-based Search mit anzubieten. Ist völlig kostenfrei. Einfach auf Klick, Lucene-Index und da ist er. Wir haben angefangen, oder wir haben das schon länger, die mobilen Sachen mit einzubringen. Also dieser Device-Sync, ja, damit ich nicht dieses ganze Exception-Handling selbst handeln muss. Wir haben einen Data Lake mit drinnen, wo ich Data-Tiering betreiben kann. Wir füllen höchste Sicherheitsstandards. Wir laufen auf allen Clouds, beziehungsweise halt den drei großen. Ja, und wir können die Daten global verteilen und globale Cluster aufbauen. Und das Ganze mit einem einzigen Interface für jede Art von Applikation und überall. So, genug Marketing. Zwei Komponenten habe ich mir mal ausgewählt. Das ist mal so eine Übersicht in diese vier großen Blöcke, die wir so anbieten. Ich habe mir mal das Online-Archiv und eine Visualisierung von uns, die wir mit dabei haben, ausgesucht. Wir fangen mal mit der Visualisierung an. Das ist die Oberfläche, unsere Atlas-UI. Wenn man sich einloggt, sieht man das. Ich habe hier ein Time-Series-Cluster. Jetzt wechsle ich mal oben in den Bereich Charts. Und Charts ist eben die Visualisierung von Daten. Also nicht nur, wie sieht die Datenstruktur aus, sondern wirklich, damit ich da auch Insights generieren kann. Ich füge hier mal ein neues Dashboard hinzu. War ganz kreativ, ich nenne das Kryptos. Und in diesem Dashboard füge ich dann Charts hinzu. Das erste Chart, da will ich einfach mal den Bitcoin angucken. Da nehme ich jetzt einfach die Aggregation, die ich vorher verwendet habe, die wir im Beispiel gesehen haben. Die nehme ich her, die habe ich unter dem View Moving Average 50 und 200 gespeichert. Das wähle ich jetzt einfach mal aus. Und wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, das darzustellen. Wir können irgendwelche Bars, wir können das auf Karten und so weiter und so fort. Mein Video ruckelt hier ein bisschen, ich gehe jetzt nochmal runter, da sieht man noch die anderen Möglichkeiten. Aber wir nehmen jetzt hier mal so eine diskrete Linie und auf der X-Achse, klar, da will ich meine Zeit haben, also ich will das ja über Zeit vergleichen. Das Spinning an der Stelle brauchen wir nicht, das haben wir vorher mit unserem Datetrunk vorher in der Aggregation schon gemacht. Und in die Y-Achse schiebe ich jetzt einfach mal genau diese Werte, wo stand der Bitcoin, zu welcher Zeit, schiebe ich da rein. Genauso gut wie meine Moving Averages, ja, damit ich das mal sehe im Verhältnis zu, wie er gerade steht. Lassen wir das kurz laden und dann sehen wir schon ganz, ganz gut. Bitcoin war immer so ein bisschen, war damals schon sehr hoch, aber dann auf einmal explodiert er, geht wieder ein bisschen runter, explodiert wieder, geht deutlich weiter runter. Und ich sehe auch meine Moving Averages, der 50 Tage, der ist natürlich deutlich agiler als meine blaue Linie mit 200 Tagen. Ich füge mal noch das Volumen hinzu, eine Korrelation, die eigentlich irgendwie klar ist. Also immer wenn wir hier so Sprünge haben, dann explodiert natürlich auch, wie viel Volumen gehandelt wurde, aber mit wenigen Drag and Drop und Klicks habe ich jetzt hier schon dieses Diagramm erstellt. Speichern wir mal ab. Vor allem hier sieht man es ganz extrem, wo er so krass nach unten fällt. Hatten wir ganz schön viel Transaktionen und dann gar nichts mehr. Auf der Plattform Binance, ja, gilt nicht global. Ziehe das mal ein bisschen größer, damit man es schöner sehen kann. Und ja, man sieht hier wirklich schön, wie das miteinander korreliert. Immer wenn wir hier solche Spitzen haben oder irgendwas hoch runterfällt, haben wir hier deutlich mehr, was da passiert im Handelsvolumen. Ich habe jetzt vorher noch gesagt, ich möchte noch einen zweiten Use Case anschauen, und zwar, okay, hier dachte ich, ich rede ein bisschen mehr. Ich füge jetzt noch ein zweites Chart hinzu, und dort möchte ich mal die Korrelation zwischen den Kryptowährungen anschauen. Also was bedeutet das eigentlich? Wenn der eine hochgeht, geht der andere auch mit hoch. Wenn der eine fällt, fällt der andere auch mit. Ich habe hier mal ein Materialized View erstellt, wo ich diese Daten abgespeichert habe. Ich nehme wieder eine diskrete Linie, die hat vorher gut gepasst. Und ich habe jetzt hier deutlich weniger Werte ausgeben lassen, weil ich will ja nur die Korrelation wissen zwischen den verschiedenen Kryptowährungen.
Deswegen in die Horizontale ziehe ich wieder meine Zeit. Diesmal lasse ich spinnen, weil ich brauche nicht so detaillierte Punkte. Ich lasse das mal auf Wochenbasis aggregieren. Ich nehme hier den Mean von meinen Close, wo der am Ende war, also nicht die Summe, macht keinen Sinn. Und genau, ziehe das Symbol, weil ich habe jetzt hier in der Abfrage alle Kryptowährungen mit drin. Ziehe das mal auf die Serie runter. Jetzt habe ich ganz viele verschiedene Linien, aber wir sehen eigentlich nichts, ja, weil der Bitcoin einfach zu wertvoll ist. Deswegen, wir können hier ziemlich viel umstellen und einstellen in unseren MongoDB-Charts. Ich stelle das mal auf logarithmisch und jetzt sehen wir schon. Ganz klar, wir sehen Korrelationen. Ja, wenn das nach oben geht, gehen irgendwie fast alle nach oben. Ja, ich speichere das mal wieder ab. Aber wir sehen wirklich, die verhalten sich alle ähnlich. Ich ziehe das auch mal wieder ein bisschen größer. Und wir sehen aber auch Ausreißer. Also zum Beispiel das lilane Ethereum, das geht hier zum Beispiel am Ende einfach mal hoch, obwohl es die anderen nicht tun. Genauso gut hier unten, ZEC, ich weiß nicht, was das ist. Aber auch der, ja, macht in der letzten Zeit eine gute Figur, im Gegensatz zu den anderen. Und wirklich mit wenigen Klicks, Drag and Drop, ganz leicht, einfach mal so einen Chart erzeugt, dass ich auch zum Beispiel einfach ganz leicht sharen kann oder in einen Blogpost einbauen. Jetzt möchte ich noch eine zweite Sache zeigen, die wir mit MongoDB Atlas können, und zwar Archivieren von Daten. Also wir können uns vorstellen, wenn wir irgendjemanden sind, der zum Beispiel Haushaltsgeräte anbietet und verkauft, dann irgendwann haben wir halt Unmengen an Datenpunkten. Und eigentlich, was so vor einer gewissen Zeit passiert ist, ist nicht mehr wichtig. Ich bin jetzt wieder in meiner Atlas-UI, habe jetzt hier schnell auf Online-Archiv geklickt, so heißt das Feature, gebe hier einfach meinen Namespace ein, ich sage einfach die Datenbank, Punkt meine Collection, ich wähle mal an, ja, es ist eine Time-Series-Collection, gebe eben meinen Timestamp an und ich kann auch sagen, also hier kann ich sagen, ab wann soll archiviert werden, also nach einem Jahr in dem Beispiel, ich kann auch sagen, lösche mir irgendwann alles wieder. Und ich kann dann auch schedulen, ja, damit ich zum Beispiel, wenn jetzt die meiste Last tagsüber kommt, dass das nicht genau passiert, wenn der meiste Traffic auf meiner Applikation ist oder auf der Datenbank ist. Ich kann hier noch weitere, zwar wieder ein bisschen schnell, nur mal kurz pausieren. Ja, ich dachte, ich kann einfach noch mal eine Sekunde zurückspringen. Das ist gut. Ich kann jetzt hier noch weitere Felder angeben, also das Feld, nach dem ich am meisten queryen werde, ist Timestamp. Ich kann jetzt hier auch noch sagen, eben, was ist mir noch wichtig zu sehen. Ja, in dem Beispiel, klar, ich will wahrscheinlich irgendwie wissen, welche Kryptowährung, und weil das hinterher wieder in einem analytisch freundlicheren Format abgespeichert wird, können wir eben diese Parameter mit hier angeben. Er empfiehlt uns jetzt hier noch einen Index anzulegen auf den Timestamp, weil er den ja benutzen muss, um diese Daten überhaupt festzustellen, was ist älter als ein Jahr. Und genau, dann rüttelt es da kurz, jetzt sagt er schon archiviert, oder er archiviert das gerade, und so leicht haben wir das jetzt angelegt. Keine ETL-Jobs programmiert, nichts gemacht. Jetzt gehen wir nochmal zurück, weil jetzt haben wir nur noch auf unserem Cluster nur noch die Daten, die halt in dem aktuellen Jahr sind. Und wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, drei verschiedene Connection Strings in unsere Applikation oder unser BI-Tool, wie auch immer, mit einzubinden. Wir können einmal sagen, ich möchte beides, ich möchte alle Daten sehen, wie als wären sie nie extrahiert worden. Ich kann sagen, ich möchte mich nur auf das Cluster verbinden, wo ich dann nur die Daten von einem Jahr sehe oder von dem letzten Jahr, oder nur aufs Online-Archiv, dann sehe ich alles, was älter als ein Jahr ist. Also wir sind hier komplett frei, können direkt den Connection String kopieren und in unsere Applikation mit einbauen. Und wir haben wirklich eigentlich bis auf ein paar Klicks nichts dafür getan. Das ist einfach noch mit drin. In Summe, was haben wir jetzt gerade alles eigentlich besprochen? Wir sind den ganzen Weg der Daten durchgegangen, über den ganzen Lebenszyklus. Ja, wir haben angefangen, Daten zu speichern, wir haben die Daten wieder aufgerufen, wir haben sie analysiert, wir haben sie visualisiert und wir haben sie getiert, ja, in einem günstigeren Cloud Object Store geschrieben. Und das, also für diese Demo tatsächlich, habe ich weniger als eine Stunde aufgewendet, um das hier zu üben, ein bisschen mehr, aber für die Demo alleine, das geht super schnell. Und daher wundert es mich auch nicht, dass nahezu jede große Firma, jedes große Unternehmen in der Welt IoT bei IoT-Use-Case in MongoDB einsetzt. Über die Zukunft darf ich irgendwie nicht viel reden, aber eins will ich euch mit auf den Weg geben. MongoDB, da tut sich ziemlich viel. Ja, ihr kriegt das ja mit, was alles immer so verändert wird. Und mit jedem Release, auch mit jedem meiner Release, kommen ganz viele neue Sachen hinzu. Und ich will euch da noch die Angst nehmen. Beziehungsweise, wenn jetzt hier neue Sachen dazukommen,
Ich weiß noch, als ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber gearbeitet habe, ich habe dort angefangen und drei Leute waren den ganzen Tag damit beschäftigt, über Monate hinweg einfach die Datenbankversion von einer relationalen Datenbank abzudaten und den Applikationscode anzupassen. Und genau das heben wir ab. Also wenn jetzt neue Time-Series-Features kommen, ja, nehmen wir mal an, wir haben Applikation A, die mit MongoDB Version 5 läuft. Und jetzt haben wir das eingeführt, diese Stable API. Also wir haben einfach das Interface komplett entkoppelt von der Datenbankversion. Das bedeutet, wir sind jetzt bei der Interface-Version 1. Die wird immer so bleiben. Ja, also wenn jetzt wir die Applikation A haben, die sich auf dieses Interface Version 1 verlässt, MongoDB 6, 7, 8, 9, 10 kommt raus, ja, mit neuen Time-Series-Funktionen, mit neuen Funktionen generell. Und wir haben eine Applikation B, die vielleicht gerade mehr Ressourcen hat, irgendwas weiterzuentwickeln. Können die unabhängig voneinander MongoDB-Version betreiben, beziehungsweise ich kann einfach updaten auf eine neue Version und muss gar keine Angst mehr haben, dass die alte Applikation, die Applikation A, irgendwie bricht. Das ist das, was ich euch dazu noch mitgeben wollte. Hier ein Link. Ja, ihr könnt euch kostenlos ein Cluster aufmachen auf MongoDB Atlas. Kostet nichts. Wir haben unglaublich viele Trainings, die kostenlos sind. Wir haben Beispiele, wir haben ganz viele Use Cases beschrieben. Genug Material gibt's. Mir wäre super wichtig, dass ihr die Session auch bewertet. Vielleicht bis auf das Technik-Ding. Das lassen wir unter den Tisch fallen. Aber dass ich weiß, was ich das nächste Mal besser machen kann, ja, ob das interessant für euch war oder nicht. Und genau, ich würde sagen, dann gibt es noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wir sind über der Zeit, aber ich bin jetzt den ganzen Tag noch hier. Alles, was Vanessa uns jetzt abblockt, einfach zu mir kommen. Ich bin gerne dafür bereit. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Michael. Dafür erstmal Applaus. Und ich würde sagen, auch das technische Problem hast du sehr gut gelöst. Genau, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber wir haben ein bisschen Puffer nach hinten, weil wir dann ja auch das Lunch haben. Nach dem nächsten Talk, von daher, wir würden jetzt noch mal zwei Fragen nehmen. Ja, ich habe hier schon die Meldung gesehen. Die Funktionalität ist nur mit Atlas verfügbar? Oder wenn man zum Beispiel... Charts und Time Series? Time Series ist einfach MongoDB Core. Also das geht auch ohne Atlas. Ja, das jede MongoDB kann das. Auch Sharding, alles das. Genau, die Benutzeroberfläche, das war jetzt das unser Atlas-Produkt. Allerdings gibt es ja auch On-Prem, wenn jemand MongoDB managen möchte, den Ops-Manager. Das Tooling, das sieht nahezu identisch aus. Okay, durch Ops-Manager. Genau, durch den Ops-Manager sieht das fast identisch aus. Ich frage, wenn man so alle diese Charts macht und so weiter, und vielleicht zu einer anderen Instanz von Mongo wiederverwenden kann, es gibt so irgendwie die Möglichkeit, dass die Charts sozusagen nicht wieder durch die UI zu machen, wenn man so irgendwie durch Source Control System macht. Also mit Sharding, wir reden über Daten wirklich horizontal verteilen, oder? Nein, also alles, was wir hier sehen, das kann ich natürlich über Infrastructure as Code machen. Also wir haben APIs, Terraform, also nein, man muss das nicht in der UI klicken. Nein, nein. Sehr gut. Haben wir noch eine weitere Frage? Ja, danke. Okay, angenommen, ich möchte jetzt bestimmte Dokumente oder Felder verfolgen über Zeit in meiner normalen, ja, da Anbank meiner App. Würde es dann Sinn ergeben, solche Time-Series-Snapshots davon zu machen und abzuspeichern in meiner Datenbank? Also wann würde das Sinn ergeben? Und gibt es eine elegante Lösung, diese Snapshots zu recorden? Also du möchtest von einem gewissen Zeitpunkt einen Snapshot der Daten erstellen? Ich möchte einfach Time-Series-Graphen haben wie sich meine Datenbank verändert, wie sich verschiedene Felder verändern. Mhm. Ja, einfach für Analytics-Zwecke. Okay, also wir haben mehrere Möglichkeiten. Zwei, die mir jetzt direkt in den Sinn kommen. Wir haben, später gibt es noch die Session von Marco Sabotinsky. Da geht es darum, Data Lake und Data Federation, was auch John schon gezeigt hat. Das ist ein automatisierter Prozess, den ich starten oder der sich automatisch startet. Und da kann ich einfach die Daten, so wie sie gerade sind, einfach in einem Cloud Object Storage ablegen. Die sind noch ein bisschen transformiert, dass analytische Queries besser laufen, aber das ist dann wirklich ein Snapshot. Und
Ich hatte noch eine zweite Möglichkeit im Kopf. Ist mir gerade entfallen. Aber oh, hier wird schon Lisa. Aber wir können uns gerne nachher nochmal unterhalten. Genau, das würde ich jetzt auch als nächstes sagen. Gleiche wie bei der vorigen Session, ihr habt jetzt alle Michael gesehen, der wird den ganzen Tag hier weiter rumlaufen. Wer weitere Fragen hat, gerne einfach auf ihn zugehen. Und dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und viel Spaß weiterhin heute.